Hey, ich bin Stimming. Ich bin elektronischer Musikproduzent, hauptberuflich seit 2007. Wir sind gerade in Hamburg, in meinem Studio in der Schanze, schön versteckt, man wird es nicht finden. Und ich bin direkt nach der Schule hierher gezogen mit meiner damaligen Freundin. Ich wohne etwas länger in Hamburg als in meiner Heimatstadt in der Nähe von Frankfurt. Das Besondere an elektronischer Musik für mich ist vor allen Dingen die schier unendlichen Möglichkeiten, die so ein bisschen Fluch und Segen zugleich sind. Ganz praktisch ist das Besondere, dass der Frequenzbereich sich erweitert hat. Also akustische Instrumente kommen überhaupt nicht in die Bereiche, in der elektronische Musik ist. Ganz tief unten. Es gibt keinen Kontrabass, der so tief spielt wie eine PA und einem Synthesizer. Und dann gibt es natürlich Sachen wie die Zeitebene, die losgelöst vom Jetzt ist. Es bleibt ein zeitbasiertes Medium, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, hier am Rechner auf so eine Art Zeitleiste, die ist viel mehr wie ein Bildmalen als das Echtzeitmusik machen, wie es bis zur Erfindung der, ich sag mal, Bandmaschine möglich war. Das Konzert ist eher wie eine moderne Platte aufgebaut. Das fließt alles ineinander, das hat einen Anfang und ein Ende und zwischen den Stücken gibt es kein klassisches Absetzen und Applaudieren. Das allumspannende Thema ist Herr, erbarme dich. Und das hat natürlich einen melancholischen Unterton, einen selbstzweifelnden oder einen realisierenden, dass die Dinge halt nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Und das war insofern für mich gar nicht so schwierig, da eine Tonalität zu finden, weil wenn man meine Musik kennt, hört man eine gewisse Grundmelancholie sowieso immer raus. Deswegen hat das auch tatsächlich ganz gut gepasst. Und auch inhaltlich geht es wirklich darum, eine Art Balance zu schaffen zwischen Chor und meinen elektronischen Tönen, die ungefähr gleichberechtigt miteinander spielen. Es wird Teile geben, wo es mehr um den Chor geht, es wird Teile geben, wo es mehr um die Elektronik und meine Performance damit geht. Und auch technisch bin ich so ausgerüstet, dass ich den Chor in Echtzeit nehmen kann und mit ihm auf Effektebene was machen kann. Das Ziel in der Zusammenarbeit mit dem NDR war immer auch eine Platte rauszubringen, die man überall, wo es Musik zu hören gibt, hören kann. Und das Konzert in Bonn wird das erste Mal fast genau die fertige Platte sein.